Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von OrcaTV im Sommersemester 2017. Wie immer pünktlich um 18.18 Uhr. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start in den Mai und habt das verlängerte Wochenende genossen. Heute in unserer Sendung beschäftigen wir uns damit, was die Generation denn eigentlich so ist. Hierbei haben wir unter anderem ein Interview mit Professor Dr. Scholz und ganz exklusiv unser OrcaTV-Quiz mit dem Thema Fakten über die Generation Z. Starten wir auch gleich schon mit Professor Dr. Scholz, der sich vor der Generation Z auch schon mit der Generation Y auseinandergesetzt hat und sich nun seit längerer Zeit intensiv mit der Generation Z beschäftigt. Diesbezüglich erklärt Professor Dr. Scholz im Interview die eigentlichen Merkmale und Eigenschaften der Generation Z und geht diesbezüglich auch intensiv auf unsere Fragen ein. Wie das Interview verlaufen ist, das seht ihr jetzt in unserem ersten Videoclip. Herzlich willkommen, Professor Dr. Scholz. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für ein kurzes Interview mit uns. Und zwar geht es heute um die Generation Z. Welche Überraschung. Genau. Aber bevor wir jetzt mit der Generation Z beginnen, würde ich Sie gerne fragen, was ist denn eine Generation? Wie definieren Sie das kurz? Also Generation ist eine Gruppe von Menschen, die durch ziemlich ähnliche Ereignisse geprägt werden. Mhm. Also durch ähnliche Technologien, durch Politik, durch Sport, durch Musik und so etwas. Aha, okay. Und ab welchem Jahrgang spricht man eigentlich von der Generation Z? Oder welche Jahrgänger sind? Also Generation Z beginnt so ungefähr 1990, sodass also die Generation Z gegenwärtig Jugendliche sind, die bis ungefähr 25 Jahre alt sind. Also können wir auch dazu, ja, auf jeden Fall dazu, genau. Genau, super. Sind Sie beide Zettler? Ich dachte, wir gehören eigentlich auch zu den Millennials. Was ist denn da der Unterschied? Genau. Also Millennials, das ist der englische Ausdruck für Generation Y. Ja. Und das sind so diejenigen, die eigentlich ab ungefähr 25 Jahre alt sind. Mhm. Wobei das jetzt je nach Autor, je nach Forscher ein bisschen unterschiedlich definiert wird. Das macht es auch ein bisschen problematisch, weil die Generation Y für viele als ein einheitlicher Bereich definiert wird. Also ziemlich alle, die nach 1990 geboren sind, ja, fallen bei denen irgendwie unter die Generation Y. Ah, okay, ja. Und was wir halt inzwischen gemerkt haben, wie viele andere auch, dass so die jüngeren Ys anders ticken. Mhm. Und das war der Punkt, wo wir gemerkt haben, da ist eine neue Generation da. Mhm. Ja. Und deswegen gibt es immer noch Arbeiten, die nur von den Millennials oder der Generation Y reden. Exakterweise muss man auch sagen, es gibt eben einen klaren Cut. Es gibt die Y und die Z. Und wie es ein Kollege von mir schon mal gesagt hat, also der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man eben die beiden verwechselt. Die sind ähnlich jung, sehen auch ähnlich aus, denken aber ganz anders. Okay. Und was würden Sie sagen, welche Werte in der Generation Z großgeschrieben werden? Ist es so, dass man sich heutzutage zwischen Familie oder Job entscheiden muss? Oder finden Sie, man kann das auch miteinander gut kombinieren, so eine Art Work-Life-Balance? Also man sieht das sehr schön in diesem Wort Work-Life-Balance, auch der Unterschied zwischen Y und Z. Work-Life-Balance bedeutet ja, dass man versucht, Beruf und Privat in eine Balance zu bringen, dass beides wirklich miteinander kombinierbar ist. Die Frage ist aber, was bedeutet kombinieren? Mhm. Und das Konzept, das wir teilweise bei der Generation Y sehen, ist das Work-Life-Blending. Mhm. Es geht also fließend ineinander über. Also am Wochenende, wenn das Wetter mal schön ist, gehe ich nach Hause oder spiele mit meinen Kindern. Dafür umgekehrt, wenn am Wochenende mal viel gearbeitet werden muss, dann gehe ich ins Büro und arbeite. Mhm. Das heißt, Work-Life-Blending ist dieser fließende Übergang, wobei inzwischen sehr häufig auch argumentiert wird, dass der Beruf dabei vorgeht. Also der Beruf dringt ins Privatleben, wenn immer es nötig ist. Okay. Und die Generation Z möchte mehr so eine Work-Life-Separation, mhm, also eine klare Trennung. Also jetzt arbeite ich mal 6, 7, 8, 9 Stunden, dann ist ein klarer Cut und danach habe ich mein Privatleben. Mhm. Arbeiten also in beidem, sind in beiden wirklich auch motiviert, finden beides auch wichtig, sehen aber einen klaren Unterschied und profitieren auch ein bisschen von diesen zwei völlig unterschiedlichen Lebensstilen. Denn es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt im Beruf bin oder ob ich im Privaten bin und kann auf diese Art und Weise in beiden auch meine Hochleistung bringen, habe auch den meisten Spaß dran und kann auch immer wechselseitig Regeneration machen. Das heißt, ich regeneriere mich zwar im Privatleben für den Beruf,
aber umgekehrt im Beruf auch fürs Privatleben. Okay. Jetzt, wo wir gerade beim Thema Beruf sind, wie haben sich denn die Berufsbilder eigentlich in der Generation Z geändert? Besteht die Zukunft aus Bloggern und YouTubern oder finden da auch noch so normale Berufe, Handwerksberufe und soziale Berufe Platz? Also es finden natürlich auch normale Berufe statt oder haben ihren Platz, wie Sie es formuliert haben. Mhm. Es ist allerdings so, dass sowas wie Handwerk etc. zurzeit weniger groß geschrieben wird. Mhm. Alles mit Studieren, das geht in diese Richtung. Ja. Das ist zurzeit ein Problem. Es sind auch nicht alle YouTuber und Blogger. Zahlenmäßig sind das gar nicht so viele, weil auch die Generation Z sehr viele Leute haben, die das konsumieren. Die also YouTubes angucken oder die Blogs lesen, selber schreiben tun es auch nicht alle. Das heißt, die klassischen Berufe gibt es weiterhin. Und gerade bei der Generation Z steht an oberster Stelle, sowohl bei Jungen wie bei Mädchen, der öffentliche Dienst. Ah, okay, ja. Und das ist anders. Das heißt, die Berufe, die vorher an erster Stelle standen, wie zum Beispiel Automotive bei den Jungen, das ist jetzt weiter nach unten gerutscht, also Platz 2 ist es. Und bei den Generation Zettlerinnen ist es alles, was mit Healthcare und sonstiges zu tun hat. Mhm. Das ist an zweiter Stelle. An dieser Stelle unterbrechen wir kurz das Interview und zeigen euch in einem 100-Sekunden-Clip die Generation Z in Action. Das Wort hier, Esteem Needs, habe ich ja noch nie gehört. Warte mal kurz. Wir gucken gerade in Mexiko nach. Also. Nee, wir googeln das, es geht schneller. Vielleicht konnte sich der eine oder andere in dem Video selbst wiedererkennen, denn viele Alltagssituationen sind heutzutage ohne technische Hilfe einfach undenkbar. Aber genaueres hierzu seht ihr in unseren nächsten Sendungen, denn da werden wir mal einige soziale Netzwerke genauer unter die Lupe nehmen. Aber zunächst geht es jetzt erstmal weiter mit unserem zweiten Teil des Interviews mit Professor Dr. Scholz. Wie sieht es allgemein auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie müssen sich die Arbeitgeber denn Ihrer Meinung nach auf die Generation Z einstellen bzw. auch vorbereiten? Also sie müssen sich auf jeden Fall anders vorbereiten als für die Generation Y. Die Generation Z möchte ziemlich klare Regeln, die möchte ziemlich exakt definierte Strukturen. So die Idee, kommen Sie mal und machen Sie mal, das ist für die Generation Z nicht das Richtige. Das haben sie im Studium schon gelernt, ja, wie Modulhandbücher und all diese Geschichten. Das ist ja alles geregelt, das ist alles strukturiert. Heißt, der Arbeitgeber muss schon gucken, dass er Strukturen bietet. Das fängt schon im Bewerbungsprozess an. Der Ideale ist es, wenn ich ganz klar als Arbeitgeber bekannt gebe, wie lange es dauert, bis der Bewerbungsvorgang abläuft. Also nach 3 Tagen kriegen sie eine erste Antwort. Nach 5 Tagen erfahren sie, ob sie eingeladen werden. Nach 21 Tagen haben sie ein Ja oder Nein. So etwas liebt Generation Z. Mhm. Wie ist denn das mit den Generationen untereinander? Also wie gehen die Generationen miteinander um? Ist es so, dass die Generation Z vielleicht die Generation Y im Nachhinein beeinflusst? Also wir haben 2 Sachen. Das eine ist, genau was wir gerade gesagt haben, die Generation Z beeinflusst andere Generationen. Okay. Mehr als wir es früher hatten. Die Generation Z hat ja den Stil, der gar nicht so verkehrt ist. Also man
ist gut, man genießt das Leben, man überarbeitet sich auch nicht immer, man schläft viel, auch das gibt es Statistik. Man lässt sich nicht so sehr unter Stress setzen, ja, also die sind ja alle ausgeglichen und nicht stressbelastet. Das kopieren durchaus die Generationen, auch andere, gerade die Y-Generation. Y ist so ein bisschen, also man kann sich generalisieren, klar, aber Y ist ein bisschen mehr so ein Hamsterrad, Wettbewerb, ich möchte Karriere machen etc. Und die Generation Z sagt so ein bisschen, also muss ich jetzt unbedingt das alles machen? Es gibt doch noch andere Dinge auf der Welt und schauen wir mal. Und wie sehen Sie die Generation Z? Finden Sie, ist es ein Hoffnungsträger oder sehen Sie die Generation Z eher als ein Problemfall an? Ich würde es doch nicht als ein Problemfall ansehen, nein. Es ist ein Hoffnungsträger insofern, als es Impulse setzt, wie die Arbeitswelt neu und anders gestaltet werden kann. Also die Idee, dass man das Ganze auch ein bisschen lockerer angeht, die Idee, dass man nicht wirklich krampfhaft immer im Wettbewerb kämpft, das haben wir im Studium ja auch gesehen. Ihre Vorgängergenerationen haben wirklich gegeneinander gekämpft. Wer bekommt die guten Noten, wer bekommt sie nicht? Mein Lieblingsbeispiel ist, es würden Bücher versteckt, damit es nicht jeder die gute Examensnote kriegt. Das stimmt, ja. Das sind ja Sachen, die man heutzutage bei Ihrer Generation nicht mehr kennt. Okay, lassen Sie mir meine guten Glauben, also was man weniger kennt. Das stimmt. Das sind ja alles Sachen, die durchaus positiv sind. Und gerade wenn wir über so Themen wie Industrie 4.0, Globalisierung, Digitalisierung denken, man kann diese ganzen Strömungen so interpretieren, wie es zurzeit interpretiert wird, mehr so im Stil von Y, also Wettbewerb, Hamsterrädchen, wir müssen uns der Digitalisierung anpassen. Bei der Generation Z ist es ein bisschen umgekehrt, ohne dass sie jetzt groß darüber nachdenkt, so sehr politisch ist die nicht. Aber die Generation Z steht schon mehr auf dem Standpunkt, da soll sich die Digitalisierung mal an mich anpassen. Mhm. Ich habe so meine Idee und das soll gefälligst so werden. Und das kann durchaus ein interessanter Dialog werden, den ich sicherlich spannend finde und der uns allen auch ein Stückchen weiterbringt, gerade weil zum Beispiel so ein Thema Industrie 4.0, das ist ja noch nicht ausdiskutiert. Nee. Und die Idee, dass wir alle nur noch digitalisierte Hamsterräder bekommen, in die wir reingesetzt werden, was uns die Politiker alle erklären, dass wir das müssen, was die Industrie uns erklärt, was aber, und das beantwortet Ihre Frage, ich ganz toll finde, die Generation Z ein bisschen dagegen argumentiert und das kann gut werden. Mhm. So, und jetzt noch Ihr Schlusswort zur Generation Z. Was fasziniert Sie am meisten an der Generation? Also es überrascht mich regelmäßig. Also das ist völlig anders. Also ich bin ja schon ziemlich lange in diesem Geschäft drin. Ja. Aber diese Generation Z, das ist ein ganz anderer Stil. Die machen sehr, sehr viele Dinge anders. Die interpretieren viele Dinge anders. Ja, da muss man sich mal damit auseinandersetzen. Und das ist eine spannende, aber interessante Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Genau, doch. Das stimmt. Super. Ich glaube, dann sind wir auch schon am Schluss angelangt. War mir Vergnügen. Ja, und natürlich auch schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und falls ihr da draußen noch Fragen an uns habt oder natürlich an unseren Professor Scholz, dann schaut doch mal auf unserer Facebook-Seite OrgaTV vorbei. Genau, bis dann. Tschüss. Nun habt ihr aus wissenschaftlicher Sicht erfahren, worum es sich bei der Generation Z handelt. Und wie Theresa bereits gesagt hat, falls ihr noch Fragen an uns oder den Herrn Professor habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an die E-Mail-Adresse orgatv@orga.uni-sb.de oder schreibt uns eine Nachricht bei Facebook. Und falls ihr selbst recherchieren möchtet, dann könnt ihr euch natürlich auch das neue Buch bei uns in der Bibliothek ausleihen von Professor Dr. Scholz mit dem Titel Generation Z. Und wie auch Herr Professor Dr. Scholz sich mit dem Thema Generation Z beschäftigt, haben auch wir uns mit dem Thema beschäftigt. Und uns haben besonders die Fakten über die Generation Z interessiert. Dazu haben wir uns ein Quiz überlegt. Und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. Wir spielen heute OrgaTV das Quiz. Hierzu gibt es 5 Fragenkategorien zum Thema Generation Z. Diese heißen Y bis Z, soziale Netzwerke, demografische Fakten, Technik und anderes. Zu jeder Kategorie gibt es
jeweils 5 Fragen, die mit unterschiedlichen Punkten von 10 bis 50 bewertet werden. Es gibt insgesamt 2 Teams. Dabei sucht sich das Team, das an der Reihe ist, eine entsprechende Frage nach Kategorie und Punktzahl aus, welche vom gegnerischen Team gestellt wird. Bei den Fragen gibt es entweder verschiedene Antwortmöglichkeiten oder es handelt sich um eine Wahr-Falsch-Frage. Bei jeder korrekten Antwort enthält das Team die entsprechende Punktzahl der Frage. Bei jeder falschen Antwort geht das Team leider mit 0 Punkten aus. Und wie ist es am Schluss? Natürlich gewinnt das Team mit der höchsten Punktzahl. Viel Spaß! Welche Kategorie, welche Punktzahl? Hauen wir mal das klein machen. Okay. Was sind die meistgenutzten Social Networks der Generation Z? Facebook auf jeden Fall. Snapchat. Instagram. Ihr müsst euch für 2 entscheiden. Social Media. Facebook, WhatsApp. Ja. Das ist leider falsch. Die meisten genutzten sind Snapchat und Instagram, ja. Die meisten genutzten sind Snapchat und Instagram. Oh. Immer, zack. Welche nicht bestanden? 0. Oder mach einfach. Oh. Die Rot, bitte wählt. So, ich bin für Technik 30. Der Frederik hat gesprochen, wir nehmen Technik 30. So, bei der Generation Z heißt die Devise Multiscreen. Wie viele Bildschirme sind gemeint? 5. Und das sind? Das Smartphone, das Smart TV, das Tablet, die Konsole und der Laptop. Okay, weiter. Ja. Gut, demografische Fakten 40 bitte. In welchem Land leben die meisten Mitglieder der Generation Z? Sagen wir USA. USA. Die richtige Antwort wäre Indien. Ich hätte gerne soziale Netzwerke. 40. Wie viele Tweets setzen Mitglieder der Generation Z täglich ab? 300 Millionen. Es sind tatsächlich etwa 500 Millionen Tweets täglich. So, leider 0 Punkte für das rote Team. Ja, soziale Netzwerke 50. Schätzfrage. Wie viel Prozent der 13- bis 17-Jährigen werden Facebook in diesem Jahr verlassen? 3 Auswahlmöglichkeiten. A, etwa 10%, B, etwa 25% oder C, mehr als 50%. Also ich sage etwa 25%. Dann nehmen wir 25%. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Voll. Oh yes, Leute. Wir würden gerne demografische Fakten, und zwar 30 Punkte. Okay. Das ist eine Wahr- oder Falschfrage. In den USA besteht die Generation Z zu 25% aus ethnischen Minderheiten. Also es ist eher mehr. Ja. Also ich schätze, es sind zwischen 40% und 50%. Denn es ist falsch. Ich hätte auch falsch. Ja. Es ist wirklich falsch und es sind tatsächlich fast 50%. Anderes 10. Ja, bin ich dabei. So, auch hier nochmal eine richtig oder falsch Frage. Mhm. Knapp 2/3 der Generation Z wollen in ihrem Leben ein eigenes Haus und ein eigenes Auto besitzen. Das stimmt, obwohl mir 2/3 recht viel vorkommt eigentlich. Ich würde aber auch eher zu ja tendieren, also Wahrheit. Zu ja? Mhm. Gut, dann sagen wir, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Auch diese Antwort ist richtig. Ja, 10 Punkte für Team Schwarz. Dann würden wir uns doch mal an die Kategorie Y bis Z ranwagen. Das ist wieder eine Auswahlfrage. 33% der Millennials haben Hochschulabschlüsse. Die Frage ist, wie viele Zettler haben Hochschulabschlüsse? A, 10%, B, 25% oder C, 50%? Ja, 50%. Das ist richtig. So, dann steht es aktuell 70 zu 60 für Team Rot. Nicht schlecht. So, und wie es weitergeht mit unserem Quiz, das seht ihr nächste Woche in unserem zweiten Teil. Denn jetzt zeigen wir euch in unserer Kategorie Z-Style unser erstes Kochtutorial.
So, und zum Abschluss zeigt euch unser Jo die coolsten und angesagten Event-Tipps für das kommende Wochenende. Hallo, hier ist euer Jo und herzlich willkommen aus der Orga-TV-Zentrale zu unseren zufällig ausgesuchten Veranstaltungstipps im Zeitraum vom Mittwoch, den 3. bis Dienstag, den 9. Mai. Auch diesmal haben wir für euch die wichtigsten und angesagtesten Veranstaltungen in Saarbrücken rausgesucht. Los geht's am Mittwoch, den 3. Mai um 20 Uhr in der Garage. Die Söhne Mannheims touren mit ihrem vor wenigen Wochen erschienenen Album Mannheim durch die Republik. Tickets sind offiziell ausverkauft, Karten gibt's aber noch auf dem Privatmarkt. Schaut doch mal auf Facebook oder eBay. Am Donnerstag, den 4. Mai, ist ein wichtiger Tag für jeden Studenten, denn ab 11:30 werden an der Mensa der UDS die lang ersehnten Unicum-Wundertüten verteilt, mit allerlei Goodies für den Studi-Alltag. Das Ganze geht bis 14 Uhr, allerdings nur solange der Vorrat reicht, deswegen kommt am besten so früh es geht. Wer abends feiern gehen will, kann ins Blau. Die der Donnerstag ist Blau-Clubnacht mit einem Konzept, genauso mitreißend wie einfach. Das Beste der aktuellen bekannten Hausmusik und Hip-Hop auf zwei Floors geht los um 23 Uhr. Am Freitag, den 5. Mai, wird's lustig. Mario Barth kommt mit seinem neuen Programm Männer sind bekloppt, aber sexy in die Saarlandhalle. Tickets gibt's für 40 Euro auf mariobarth.de, allerdings nicht mehr viele und bis OrgaTV diese Woche ausgestrahlt wird, vielleicht gar keine mehr. Also auch hier, schaut auf dem Privatmarkt. 20 Uhr geht's los für diejenigen, die fündig wurden. Die wichtigste Veranstaltung am Wochenende ist allerdings die AStA-Semester-Eröffnungsfete an der Uni Saarbrücken. Am Freitag sowie Samstag jeweils ab 22 Uhr in den Gebäuden E2.2 und E2.5. Jedes Semester pendeln kostenlose Shuttlebusse zwischen Rathaus und Campus. An der Abendkasse kosten die Tickets für Studis 8 Euro, allerdings sind nur 250 pro Tag reserviert. Daher Vorverkauf lohnt sich und sparen werdet ihr auch noch ein paar Mark. Tickets für 2 Euro, Cocktails für 5 und alles von Pizza bis Burger die ganze Nacht lang. Es wird ein Riesenevent, das ihr definitiv nicht verpassen solltet. Wer am Wochenende nicht an die Uni kommen möchte, kann in so ziemlich jedem Club in Saarbrücken feiern. Wir machen das mal ganz schnell. Silodom mit Daniel Steinberg ab 23:45 Uhr, Brian's Hai im Mauerpfeifer ab 23:55 Uhr, Matt Joe ab 11 Uhr auf den Gloria Stages, Dead Rabbit im Modul ab 23:30 Uhr und noch manches mehr. Am Sonntag feiert der Ulanen-Pavillon sein 30-jähriges Bestehen. Bei schönem Wetter kann im Staden Live-Musik und Jubiläumsbier vom Fass für 1,50 genossen werden. Das Ganze geht von mittags bis 18 Uhr. Wer abends noch etwas rocken will, kann in die Garage Napalm Death mit Support für 28 Euro. Los geht's um 18:30 Uhr. Die neue Woche beginnen wir in der Garage ebenso. Der weltbekannte Belgier Milo kommt nach Saarbrücken. Tickets gibt's für 41 Euro, Einlass um 19 Uhr, Beginn eine Stunde später. Am Dienstag, den 9. Mai, ist auch nicht so viel los. Im Blau, Studi Clubbing ab 11, davor gibt's in Baker Street einen Mafia-Krimi. Für 59 Euro gibt's lecker Essen und man wird zurückgeführt in eine längst vergessene Zeit. Wichtig hier, Mafia-Dresscode, was auch immer das heißt. Ja, das war's auch schon wieder von eurem Jo aus der Orga-TV-Zentrale. Event-Tipps an mich einfach per E-Mail an orgatv@orga.uni-sb.de. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt, hallo, ich bin euer Jo. Jetzt aber schöne Woche und feiert gut. Kommen wir nun auch wieder zum Abschluss unserer zweiten Sendung. Und nächste Woche erwarten wir eure Unterstützung. Und zwar zeigen wir euch drei Beiträge zu dem Thema Snapchat in verschiedenen Formaten. Dazu haben wir unser Team in drei Gruppen eingeteilt, von denen jede Gruppe einen Beitrag schneidet. Eure Aufgabe besteht nun darin, über Facebook per Like abzustimmen, welches Format in Zukunft für die Kategorie Generation Z verwendet werden soll. An dieser Stelle verabschieden wir uns auch schon wieder bei euch. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr auch nächstes Mal wieder fleißig einschaltet. Genau. Tschüss und bis dahin. Schönes Wochenende. Tschüss.